50. Montagsdemo stattfindet. Dieser lange Atem ist bewundernswert und verdient alle Achtung. Und ich freue mich sehr, dass das zuständige Gericht die Montagsdemo heute hier an diesem Platz stattfinden lässt. Gleichzeitig hat der heutige Tag einen bitteren Beigeschmack, dass eine ganze Reihe, beileibe nicht alle, aber eine ganze Reihe der von uns gewählten politischen Vertreterinnen und Vertreter bis heute nicht sehen wollen oder auch nicht sehen wollen können, dass das Projekt unter falschen Voraussetzungen beschlossen wurde, mit unrichtigen Angaben durch die entscheidenden Gremien buxiert wurde, dass das Projekt dem Volk mit unhaltbaren Versprechen eingetrichtert wurde. Ich sage nur 100% größere Leistungsfähigkeit, kostet nichts, keine Belastungen und so weiter. Dass Sie das nicht sehen wollen. Trotz aller ins Auge springenden Unzulänglichkeiten, zum Beispiel der ungeklärte Filterbahnhof, die explodierenden Kosten, die Neigung des Bahnhofs, die unberechenbaren Nesenbach-Düker Nebenkosten, dass das so ist, das ist bitter. Eine wann auch immer getroffene Entscheidung, die sich als falsch herausstellt, kann nicht mit noch so viel Geld in eine richtige umgemodelt werden. Sie waren dabei und sind es plötzlich nicht gewesen. Diverse überraschend schnell eingestellte Ermittlungs- und Gerichtsverfahren bestätigen Sie auch noch darin. Jedes Versprechen in eine goldene Zukunft, wenn man nur jetzt massive Einschränkungen und endlose Kosten auf sich nimmt, alle solche Zukunftsversprechungen haben sich am Ende als Fata Morgana erwiesen. Die Zukunft findet heute statt. Momentan verbauen wir diese Zukunft leider. Ein klügerer Mensch als ich hat das mal so formuliert: Die Politik in diesem Lande kann man definieren als Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit den Mitteln der Gesetzgebung. Und wenn von der Zukunft die Rede ist, unsere Kanzlerin hat vor einigen Jahren sinngemäß gesagt, die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands hängt an diesem neuen Tiefbahnhof in Stuttgart. Da können wir uns fragen, haben wir dann so lange keine Zukunft, bis der Bahnhof vielleicht irgendwann fertig wird? Und was macht die Zukunft, bis der Bahnhof irgendwann fertig wird? Geht sie spazieren? Macht sie Urlaub? Geht sie woanders hin? Das war damals schon inhaltslose Wahlkampfmunition und wird durch ständige Wiederholung in verschiedensten Variationen nicht gehaltvoller. Ich habe hier noch zwei Aussagen des ehemaligen Projektleiters, Herr Diplom-Ingenieur Peter Marquardt, vom Dezember 2007 in der Stuttgarter Zeitung. Erstens, wegen des Neubaus gibt es keine Verspätungen oder Zugausfälle. Gedankenstrich, wir belasten den normalen Verkehr also so gut wie gar nicht. Zweitens, es dürfte wohl die erste Großbaustelle mitten in einer Großstadt sein, von der die Bürger kaum etwas mitbekommen. Liebe Anwesenden, der neue Untergrundbahnhof mag eines Tages so schön werden, wie er will. Der Nesenbach-Düker mag eines Tages vielleicht funktionieren. Der Filderbahnhof mag irgendwie gebaut werden. Aber das alles ist und bleibt unnötig, war unnötig und wird auch in Zukunft unnötig gewesen sein. Nötig wäre ein durchdachtes Konzept
Vereine an den Bürgerinteressen, an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, an der Nachhaltigkeit orientierte und mit optimaler Betriebsqualität ausgestattete Bürgerbahn. Anschluss oder Wiederanschluss der ländlichen Regionen, Wiederanschluss vieler inzwischen abgehängter großer Industriebetriebe, überall funktionierende Bahnhöfe, Elektrifizierung der letzten 40% des Gleisnetzes. Nötig wäre auch ein von normal begabten Menschen durchschaubares Preissystem, Erhalt der Autoreisezüge, der Nachtzüge, Ausbau des Schienennetzes, welches viele Menschen vom Auto weg auf die Schiene locken würde. Das geht. Es gibt Länder, die es uns vormachen. Und ich bin sicher, sie würden uns gerne beraten, wenn wir sie nur ließen. Die Bürger dieses Landes unterstützen die DB AG jährlich mit vielen Milliarden an Steuergeld. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können dafür die bestmögliche, auch mit einem kleinen Geldbeutel bezahlbare Bahn erwarten, und zwar für alle. Und um einen ehemaligen Leiter der SBB aus der Schweiz zu zitieren: Es gibt drei wichtige Kriterien für die Qualität einer Bahn. Sie muss sicher, sauber und pünktlich sein. Bei allen drei Kriterien müsste die heutige DB AG von den dafür gewählten verantwortlichen Vertretern zum Nachsitzen geschickt werden. Ich persönlich fahre sehr gerne Bahn, auch mit den sich häufenden derzeitigen Erschwernissen. Und es gibt eine Unzahl von Bahnangestellten, die verzweifelt versuchen, die gerade eben genannten Kriterien aufrechtzuerhalten. Seit 5 Jahren wird gegen den Untergrundhaltepunkt, denn das wird das werden. Es wird ein Haltepunkt, an den weniger strenge Maßstäbe angelegt werden müssen als an einen richtigen Bahnhof. Seit über 5 Jahren wird dagegen auf vielfältige Weise demonstriert, werden Gutachten und fundierte Untersuchungen eingereicht, welche die Sinnhaftigkeit dieses Projekts mehr als in Frage stellen. Der Bau könnte mit einer mutigen Entscheidung beendet werden. Unsere Kanzlerin hat diese Möglichkeit in den letzten 3 Jahren 2-mal verstreichen lassen. Dennoch war und ist das, was die Projektgegner gemacht, versucht und auch erreicht haben, nicht vergebens. Im Gegenteil, es beweist, dass eine kritische, gut informierte politische Öffentlichkeit möglich ist, dass aufmerksame Bürger den Finger in die Wunde legen. Die ständig erneuerten Informationen auf dem Büchertisch, die bewundernswerte Institution der Mahnwache, es ist ziemlich unglaublich, was da geleistet wird. Die vielen Menschen, die diese Montagsdemos möglich machen, organisieren, die vielen Foren der Architekten, der Ingenieure, der Journalisten, der Behinderten, der Lehrer, der Juristen, das alles sind sichtbare Zeichen dafür, dass eine leider deutliche Mehrheit der Abgeordneten in den gewählten Gremien diese Kraft, das Wissen und das Können nicht für die tägliche Politik nutzen wollen oder können. Das ist ein Armutszeugnis. Politisch informierte, wissbegierige und diskussionsfreudige Bürgerinnen und Bürger sind für ein modernes, aufgeschlossenes Gemeinwesen unerlässlich, und viele, sehr viele, sind heute hier versammelt, Gott sei Dank. Gleichzeitig gilt aber auch die Verpflichtung, dass man in den Zielen zwar klar, zuweilen sogar unerbittlich bleiben muss, aber, um eins meiner Vorbilder zu zitieren, in den Mitteln vernünftig. Es hilft nichts, sich gegenseitig zu beschimpfen, zu demütigen, anzuschreien, und das gilt für alle Beteiligten, ob mächtig oder nicht. Beharrliche, nachvollziehbare, gut informierte Argumentation, klare Haltung, das
wird am Ende die politische Kultur befördern. Keine kleinliche Rache, kein Nachtreten, keine Rechthaberei. Die Demonstrationskultur hier in Stuttgart hat einen sicher nicht fehlerfreien, aber sehr, sehr guten Anfang gemacht. Und so soll es weitergehen. Lasst uns das feiern. In diesem Sinne weitermachen und mit kühlem Kopf und heißem Herzen oben bleiben.